Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Immer noch hier in der Festung Kaer Morhen. Ach ja, ich würde sagen, wir lassen Plötze einfach stehen und suchen mal ganz kurz Lambert auf. Ich hoffe, der befindet sich in der Festung drinnen. Ich würde nämlich gerne den Innenbereich auch ein bisschen inspizieren. Wesemir ist offenbar schon durchgegangen und hat alle Fackeln entzündet und alle Feuerkörbe. Was natürlich auch ziemlich heftige Brennholzverschwendung ist, aber naja. Haben wir hier schon... Da haben wir noch ein paar Reparatursets. Das finde ich genial, dass wir die hier finden. So. Jetzt hier entlang. Und ich glaube, wir dürfen sogar hinein jetzt. Ja, ich glaube, der Questpfad führt uns hinein. Oh ja. Oh, ich freue mich. Okay, und... Ich will rein. Ah, jetzt. Er hat offenbar noch Texturen geladen. Und so sieht's hier drin aus. Keine Reaktion auf die Meritium. Wesemirs Stimme. Eskel ist auch hier. So sieht's hier drin also aus. Die Bibliothek. Sieh zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe M hier getroffen. Ich habe M hier getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Oh ja. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn. Und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Das stimmt allerdings. Bis später, Wesemir. Sieh zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. So, was hast du denn hier liegen? Ein Vampir? Geht. Läuft schon wieder aus. Verdammt. So, Eskel? Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spurenlesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Lass mich mal sehen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Untersuchen wir den Kopf. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Öffne seinen Bauch. Öffne seinen Bauch. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Koppe. Oh, und ein Goldring. Willst du den Yennefer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Okay, und was ist mit den Klauen? Nette Klauen. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße.
Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Okay, das reicht fürs Erste. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Genau. So. Gut, dann haben wir jetzt ein Äpfelchen gegessen, während Eskel in Eingeweiden rumgestöbert hat, quasi. Wir können auch ein bisschen Matetorherne, ablegen erstmal. Die können wir auch mal ablegen. Sortieren. Die ganzen Runensteine legen wir ebenfalls mal ab. So. Ablegen. Umladen. So. Dann. Ja, alles okay, Oma. Sie zum Feuer. Jetzt gut, dann würde ich sagen, reden wir mit dem guten Lambert, mit dem Unsympathler schlechthin. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Wodka. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Diese Monstrosität könnte Ciri sein. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Ich will nicht streiten. Wobei der Streit wäre irritierend. Irritierend, meinst du? Ich dachte, du stehst auf Zicken. Solange es Frauen sind. Dann hast du deine Königin gefunden. Schluss jetzt. Der Kreis der Elemente wartet. Du klingst übrigens nicht sehr begeistert. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ich muss noch ganz kurz was erledigen und dann können wir gehen. Muss mich noch kurz um etwas kümmern. Warte auf mich. Einverstanden. Gut, dann können wir uns jetzt hier nämlich nochmal ein bisschen umsehen. Und hier pfeift es tatsächlich etwas durch. Und hier haben wir auch Bücher. Fauna der nördlichen Reiche, Band 1. Oh Gott, schon wieder so viele Bücher. Mein Abend mit einem Vampir. Wasser. Nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Necronomicon. Die Chroniken von Redanien. Das haben wir gerade schon gefunden. Hallo? Jetzt so. Dann können wir da hochklettern. Benutzen. Jetzt. Okay. Die Hexerbibliothek. Ein Schrank. Ein paar Bücherregale. Ach, wie schön das hier ist. Hier einfach so ein bisschen rumspazieren. Cool. Mag ich gerne. So, hier runterjumpen. Hier sind noch ein paar... Da ist noch ein Fass mit Zwergenschnaps drin. Was haben wir da? Ah, der Speisesaal. Wo geht's denn da hin? Ach, die zwei Räume teilen sich einen Kamin. Das ist ja eine geniale Idee. Was ist da? Wo geht's denn da hin?
Ganz kurze Frage. Abgesperrt. Nein, kommen wir nicht durch. Schade. Würde ich gerne erforschen, ehrlich gesagt. Wo kommen wir da hoch? Oh, mal nachschauen. Ich bin im Entdeckerfieber. Gott, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Abgeschlossen. Ah, kommen wir da vielleicht ins Gästezimmer? Verfluch nochmal, du Stück Scheiße! Oh Gott! Ui. Alter, erschreck mich doch nicht so! Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Traust du uns nicht? Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Ich hörte übrigens, was du mit dem Bett gemacht hast. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß. Du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigerem. Gut. Was soll ich tun? Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Eskel habe ich schon geholfen. Jetzt suche ich Lambert. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Ja, genau. Meine Erlaubnis habe ich dir jetzt gegeben. Oh, weh, 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 weh. Ach, weh. So. Warum juckt's mich jetzt eigentlich so viel am Rücken? Ich habe keine Ahnung. Wie mache ich das? Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du?
Eins noch. Hm? Danke, Geralt. Nun gut. Ich würde sagen, wir machen aber zuerst die Quest mit Lambert und wir sehen uns hier um. Es war hier übrigens schöner eingerichtet, als wir in der ersten Folge hier waren. Und das ist jetzt das Bett, auf dem sie schlafen will? Naja, ist auch okay. Nein, die Fackel machen wir wieder an, weil sonst wird es kalt hier drin und dunkel. Übrigens, ist hier gar kein Balkon. Hey! Hey, war das nur Einbildung von dem mit dem Balkon, oder wie? War das eine falsche Erinnerung, Geralt? Schade. Wirklich schade? Na gut, dann würde ich sagen, wir verlassen. Hallo? Kann ich da? Abgeschlossen, okay. Dann würde ich sagen, wir verlassen jetzt das obere Geschoss. Diesen Turm haben wir uns angesehen, Yennefer haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, wir machen dies hier. Wir machen dieses hier. Da oben haben wir nichts mehr außer ein paar Kisten. Ist das ein Gemälde? Nein, das ist nur ein Fell. Da hinten ist noch eine Türe. Da können wir uns mal umschauen, was sich denn dahinter verbergen mag. Nein, ehrlich jetzt? Ah, das ist ein anderer Turm. Okay. Da unten ist auch zu, das haben wir auch gerade gesehen, das ist okay. Dann gehen wir hier nochmal hoch und schauen mal, was da oben denn so sich verbergen mag. Ob hier vielleicht die Türe offen ist? Nein, hier ist auch zu. Und was ist da? Ach, das ist das Zimmer, wo wir beim... Ach so, ich verstehe, das... Das hier ist das Zimmer, in dem das Spiel begonnen hat. Aber Balkon ist deswegen auch nicht hier. So, rein in den Bottich und Badewasser eingelassen. Aber hier sieht's doch schon um einiges freundlicher aus. Na gut. Dann gehen wir wieder runter. Okay. Das heißt, es gibt hier mehrere Türme. Ja, natürlich gibt es mehrere Türme. So, da waren wir drin, da hinten waren wir drin. Da oben geht es nirgendwo hin. Das heißt, wir könnten theoretisch mit Lambert sprechen und könnten ihm bei seiner Mission helfen, würde ich sagen. Jo, könnten wir. Wesemir sollte mal diese Säule hier reparieren, weil sonst stürzt das Gewölbe noch ein und die hier. Na gut, Lambert. So. Ich wäre dann soweit. Ich bin auch soweit. Tschüss. Kein komm mit. Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Warum? Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Ja gut, wer könnte es ihm verdenken? Wohin willst du? Lambert, bitte übernimm die Führung, weil ich habe zufälligerweise gerade den Weg vergessen. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne, mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Lambert mag offenbar Kaer Morhen nicht. Aber gut, ist auch sein gutes Recht, weil was hier vonstatten geht, manchmal ist... Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lass Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Ja, das ist natürlich auch eine Art, wie man fischen kann. Und eine relativ effektive, wenn auch grausame Art. Naja, okay. Jedem das Seine. Er soll machen, was er will.
Lalala, was ist denn da unten? Lambert. Verdammt. Nein, nein, nein. So, warte, ich schalte ganz kurz hier drauf um. War's das? Guter Schuss. Ja, danke. Muss ich sie nur noch erlegen? Na komm! So, Lambert, hast du eigentlich schon irgendwas gemacht heute? Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner Neck. Komm schon, komm näher. Warum hat er jetzt das Gespräch unterbrochen? So, und nochmal. So, und kaputt. So, jetzt haben wir sie alle. Ach so, Lambert will den Weg gehen wahrscheinlich. Hallo? Lambert? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? So, bewegt er sich? Nein. Ach, das ist wahnsinnig. Okay, gut, dann gehen wir halt selber runter. Ich weiß nur nicht, ob wir die Mission alleine triggern können oder ob wir dazu Lambert brauchen. Schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir sie ja auch alleine triggern. Hütte am See. Ja, wir können sie alleine triggern. Verdammt! Hab's genau hier vertreut, ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. In die Büsche also. Na gut. In die Büsche also. Geralt, ein bisschen schneller. So. Ich würde sagen, irgendwo am Ufer. Na toll. Komm schon. Hallo? Wo ist Lambert überhaupt? Ah, da ist Lambert. Ach, das ist Moment. Ach, auch Lambert sieht ihn also jetzt als Verbündeten an. Okay, na gut. Ein Wasserball. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja komm, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Eine Sumpfschrulle. Na komm. Ey. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Das beschäftigt dich noch immer? Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein,
Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Spring ins Boot. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Mach doch, was du willst. So, dann würde ich sagen, wir gehen aufs Boot. Das Wasserweib, ja, puh. Wir haben schon so viele Wasserweiber gelootet. So, ich denke, wir müssen wieder unseren Platz einnehmen am Bug des Schiffes. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Naja, wir schaffen das schon. Da unten schwimmt irgendwas. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Schön. Also ich glaube, die mögen sich, die zwei. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da. Okay. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Speerspitze ist immer noch hier? Du bist zickiger als Yen. Ist Speerspitze immer noch hier? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der Reim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Göttling? Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Wir sollten nachsehen, sicherheitshalber. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Es ist zwar bestimmt... Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Es ist zwar bestimmt eine Täuschung, aber... Naja. Besser, wir wissen das ganz sicher. Ein Junge. Hey, kleiner Mann. Keine Angst. Du bist in Sicherheit. Nein, nein! Hilfe! Gut. Na schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Komm schon, komm näher. Na? Na? Hey, 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 hey! Immer langsam mit den jungen Pferden. Na? Haha! Aha, Lambert kann also nur dieses. Brenne! Eine Illusion.
Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Er sollte lieber über dich singen. Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Hatte der Hexer Augen? Hatte der mutierte Augen? Tatsächlich? Schande, auf das habe ich nicht geachtet. Verdammt. Naja gut, dann würde ich sagen, Schwalbe. Ja, wobei ich eher sagen würde... Medizin. So. Was? Okay, jetzt fangen wieder die Wasserflaschen an. Ja, Katze brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Weil den weißen Honig habe ich auch nicht. Oder? Habe ich den weißen Honig? Ich habe keine Ahnung. Verdammt. Zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Genau, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was, hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Ganz ehrlich? Egal. Wecken wir ihn auf. Ist mir doch egal. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich. Bin bloß ausgerutscht. Hier können wir auch drüber. Ich glaube, Speerspitze werden wir ohnehin kennenlernen. Und wenn wir ihn schon kennenlernen, dann werden wir ihn auch besiegen. So sieht's aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wer oder was das ist. Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Ich denke, wir gehen richtig, ja? Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was ist das für ein Vieh? Speerspitze. So viel zum Überraschungsmoment. Warte, wenn. Wow, okay. Hast du einen Rest, Hurensohn? Wow, okay. Okay. Zack, wow, okay. Und weg. Aber er ist fast down. Na komm. Und kaputt, Speerspitze. Da hast du deinen Speerspitze. Wirst du es überleben?
Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Wer ist Voltaire? Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Hm. Gehen wir. Na gut, dann gehen wir. Ach. Kartoffelbovist. Hier entlang. Ah, hier raus, okay. Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer, doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Das stimmt, wenn ihn Ciri nicht gerettet hätte. Ist übrigens eins der letzten Sachen, die passieren im Buch. Da ist schon der Troll, der erste. Ha! Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexersöhn, ich geh weiter. Halt! Halt! Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg! Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Wir wollen nur zum Kreis. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Felstroll Level 10. Na gut, dann gehen wir halt. Ich glaube, dass die da draußen jetzt auch auf uns warten. Ja. Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden, okay? Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexersen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexersen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Wir kaputt hauen. Hm.
Unsere Schwerter hier lassen und sie später wiederholen gegen 3 Trolle. Ich meine, gegen 3 Hexenjäger war das ja noch okay mit Igni, aber Felstrolle sind halt nicht in... Einer ist für uns, einer ist gegen uns und der dritte hat uns jetzt einen Kompromiss vorgeschlagen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was noch auf uns wartet auf diesem Weg. Kommt nicht in Frage. Nein. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. Oh, oh, Alter. Hallo? Ich würde gerne die richtige... Hallo? In die richtige Richtung. Axi? So, du kämpfst jetzt für uns. Wow, okay, der ist Level 21. Darum haut der auch so rein, der Typ. Okay, einmal. Komm schon, komm näher. Warte ich gerade noch Level 10? So, sehr gut. Nein, 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 Alter. Sehr, sehr gut. Okay, das war nicht so gut. Na? Okay, dem habe ich den Kopf abgeschlagen. Okay. Den habe ich verbrannt. Wow, ein kopfloser Troll. Auch interessant, habe ich auch noch nie gesehen. Dass man dem überhaupt den Kopf abschlagen kann. Ist mir neu. Na ja, gut, wir werden jetzt erstmal unsere Waffe hier reparieren. 85. 15. So, dann müsste das wieder 100 sein. Ja, sehr gut. Welche Stufe sind wir eigentlich mittlerweile? Also haben wir schon einen Aufstieg gehabt? Nö. Ungefähr bei der Hälfte von Stufe 25. Das ist okay. Hier machen wir die Fackel an. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Ja. Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee. Okay, und das ist der Kreis der Elemente? Wow. Alter. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay, Phylakterium auf den Altar. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Naja, dann. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet.
Axi hat dein Leben gerettet? Wie? Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Musstest du sie nicht selbst töten, nicht wahr? Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber, also tat ich es. 2 Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Bezaubernd, wow. Hast du es so sehr, ein Hexer zu sein? Da mussten wir alle durch. Generell Geralt musste durch noch mehr durch, weil, naja, er hat noch ein bisschen mehr getan als Lambert und die anderen Hexer. Naja, da mussten wir alle durch. Da mussten wir alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Dich. Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Gehen wir. Weißt du was? Verschwinden wir von hier. Dir gefällt nicht, was du da hörst, was? Hexer sollten nicht so reden. Weißt du, was dir auch nicht gefallen wird? Nach der Prüfung mit dem Medaillon bin ich direkt nach Hause geritten. Wollte meinem Vater für alles danken. Willst du wissen, was ich getan habe? Lambert, bitte. Dachte, wir führen ein offenes Gespräch, ein ehrliches. Aber gut, lass uns weitermachen und so tun, als wäre die Welt rosarot. Der Weg ruft, guter Mann. Unsere Gefährten erwarten uns. Geh, ich bleib noch ein bisschen. Geh schon mal vor, ich bleib noch ein bisschen. Aber nicht zu lange. Denk dran, wir müssen die Monstrosität heilen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns in den Endscreen. Für heute. Ja, Leute, es sind offenbar nicht alle Hexer damit zufrieden, dass sie Hexer sind. Bestes Beispiel ist Lambert, der offenbar in nicht allzu jungen Jahren mitgenommen wurde und sich daher gut an zu Hause erinnern kann. Irgendwie tut er mir leid, aber deswegen so ein Arschloch zu sein. Ja. Habe ich nicht auch beim ersten Zusammentreffen mit Lambert in Novigrad damals, habe ich da nicht auch gesagt, es würde mich interessieren, warum der Typ so ein Arschloch ist? Naja, jetzt wissen wir's. Ich finde das, ja, es ist eine harte Geschichte, aber wie ich mich doch dann auch entschieden habe zu sagen, da mussten alle Hexer durch. Und Geralt, wie ich auch angedeutet habe, musste dann durch noch mehr durch. Darum fehlt ihm ja auch die Farbe auf der Haut, in den Haaren. Darum hat er weiße Haare, das ist... Geralt wurde nämlich dadurch, dass er um einiges widerstandsfähiger schien als alle anderen, wurde ja auch, naja, noch mehr Mutationen unterzogen quasi. Ja, es ist ein schwieriges Thema, man kann sich da eigentlich so nicht reinversetzen. Naja, okay, auf jeden Fall, die Folge ist viel zu lang, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, ich habe das noch gar nicht erwähnt, dass wir uns morgen wiedersehen. Wusstet ihr schon, dass wir uns morgen vielleicht wiedersehen, wenn ihr denn einschalten wollt? Naja, egal. Ich danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.